Es ist sehr viel passiert, die Bücher sind besser geworden, wir sind alle besser geworden. Die Regisseure, die Schauspieler, alles. Und das Publikum zollt dem sehr. Wir kriegen immer mehr Zuschauer und der Erfolg ist sichtbar. Ich gucke relativ wenig Fernsehen, aber ich gucke viel Film. Also ich denke, es ist eine Rolle, die ein so breites Band hat. So was gibt es kaum. Das ist fast einmalig. Das ist ein so super Rollenangebot. Das muss man einfach nehmen. Ich denke, dass ich in meinem persönlichen Leben nicht so bin. Aber natürlich entdeckt man immer Seiten, dass man das doch hat. Und das ist ja immer der Witz, dass man sozusagen einen Spiegel vorgehalten bekommt, wo man dann das persönliche Leben auch überprüft. Also wo beherrsche ich doch im persönlichen Leben mein Kind oder mein Mann oder wen auch immer. Böse zu spielen ist immer wesentlich interessanter für einen Schauspieler, weil das ist einfach fremd. Weil so kompakt ist das niemand. Also es ist ja immer komprimiert im Film. Und dann ist es natürlich am besonders interessantesten, wenn man dann noch die andere Seite zeigen kann, warum jemand so ist, wie er so geworden ist. Und die weichen Seiten zu zeigen. Also es ist eigentlich gar nichts. Niemand will böse sein. Niemand auf der ganzen Welt. Ich denke, wir werden noch sehr viel erfolgreicher sein. Es werden immer mehr Leute gucken. Und das heißt, dass wir immer besser werden müssen, dass wir noch bessere Bücher schreiben und dass wir, ich denke, es finden sich immer mehr Leute zusammen, Regisseure, Schauspieler, Leute, die Bücher schreiben wollen. Es wird immer besser werden. Wir haben gerade ein Video gesehen, einen Zusammenschnitt, den ich ganz toll fand und ich muss sagen, ich war sehr gerührt. Also mir standen fast die Tränen in den Augen, weil es war nicht nur, dass man sagt, da kann ich Arbeit sehen und da kann ich eine Geschichte sehen oder eine Geschichte nachvollziehen, sondern es war wirklich so dieses Gefühl von, ich war dabei und ja, das hat mich ganz schön stolz gemacht, muss ich sagen. Also ich versuche alles in mir auszuloten, um es der Figur zu schenken. Und ich kann aber ganz oft sagen, ich bin eigentlich mit Christine Walter nicht einverstanden. Ich hatte eine wunderschöne Zeit. Ich habe ganz, ganz tolle Kollegen, ein wunderbares Teamgefühl da erleben können. Und natürlich bin ich traurig, dass ich da weg bin. Aber die Kollegen bleiben meine Freunde und daher denke ich, werden wir wieder zusammenarbeiten. Ich hoffe nicht, dass ein Ende abzusehen ist. Ich hoffe, dass es einfach so weiterhin geht und steigt und dass die Leute dieser Serie treu bleiben. Und ich werde mir die Serie jetzt natürlich montags auch meine Kollegen angucken. Also dem Team wünsche ich einfach weiterhin diesen Teamgeist, den Kollegen, diese Kollegialität, diese Liebe zur Arbeit und auch die Liebe zueinander. Ich kann meine Rolle beschreiben. Die beste Beschreibung hat ein Regisseur mal gegeben, dass dieser Schließer Peter Kittler ist ein ganz feiger, kleinbürgerlicher Mensch, der sein Fähnchen immer nach dem Wind hängt. Wenn ein neuer Direktor kommt, dann ist er auf dessen Seite und ergreift dessen Partei. Und wenn der wechselt, schimpft er auf den und ergreift die neue Partei. Und also die Figur schmuggelt ja auch Drogen in den Knast und Laptops und Handys. Und ist also ein Kleinkrimineller, der aber immer Angst hat, erwischt zu werden, aber es natürlich macht, um Liebe und Geld zu bekommen. Es macht riesen Spaß. Das Schöne dabei ist, man darf Dinge tun, die ja eigentlich ungesetzlich sind und man kann nicht belangt werden dafür. Das Schöne ist, dass es nie langweilig wird, obwohl man das denken könnte, weil wir bei der Arbeit, wir sind eigentlich wie ein Theaterensemble, weil wir alle, also sind sehr viele die ganze Zeit dabei
Und das ist das Schöne. Also wir proben zum Beispiel Szenen vorher in der Garderobe oder verabreden uns abends, sagen, oh, das ist eine schwierige Szene, lass uns mal vorher treffen und proben die. Und das ist das Schöne. Man hat die Möglichkeit, es kennt sich, kennt die Regisseure, kennt auch die Schreiber. Man kann auch zu den Schreibern gehen und sagen, hier, schreibt doch mal in diese Richtung oder so. Und kann es also wirklich schon vorher auch proben. Und das machen halt auch alle Kollegen mit. Und das ist wunderbar. Möhrchen ist Sekretärin der Anstaltsleitung, also ganz, ganz offiziell. Und ansonsten ist er ein Mensch mit ganz viel Herz, ganz viel Seele und versucht irgendwie, wo sie kann, allen zu helfen. Sowohl ihrer Chefin, die sie mag, hat aber Angst davor, aber auch versucht den Gefangenen, weil sie einfach merkt, es ist nicht jeder im Knast, der unbedingt vielleicht da rein müsste. Und versucht allen Leuten zu helfen und schießt natürlich manchmal etwas übers Ziel hinaus. Und naja, geht auch eines in die Hose dabei. Ich will mal so sagen. Möhrchen ist auch ein bisschen sehr naiv. Ich glaube, bin ich nicht unbedingt. Hoffe ich nicht. Aber ich versuche schon. Also es gibt Parallelen insofern, dass ich einfach finde, dass man in einer Zeit, wo alles ziemlich hart und mit Ellbogen geht, dass man versucht, ein bisschen Wärme und ein bisschen Freundlichkeit ins Leben reinzukriegen. Und das versucht Möhrchen und das versucht auch Heidi Weigelt. Egal mit welchem Team man arbeitet, es sind ja verschiedene. Grundy Hoover schafft es, muss ich sagen, eine wirklich tolle Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Es ist einfach wirklich familiär. Es ist anstrengend, das ist klar, wenn man früh bis Abend ackern muss, ist man schon erschossen. Und ich hoffe nur, dass die Autoren für Möhrchen ab und zu noch mal so einen kleinen, naja, so ein bisschen was finden, so was ganz Spezielles, wo sie aufgrund ihrer Übereifrigkeit oder so, naja, auch mal ein bisschen Komik in diese ganze Sache. Ich meine, Rollenknast ist eine ernste Geschichte, aber ein bisschen Komik tut jeder ernsten Geschichte gut. Und ich denke schon, ja, ein paar Sachen hatte ich schon, dass noch ein bisschen sowas kommt. Ich hoffe es. Ja, es ist toll, dass es so lange gelaufen ist. Als es angefangen hat, dachte ich, das ist ein interessantes Thema, würde ich gerne mitspielen. Dann habe ich irgendwelche ersten Folgen gesehen und dachte, naja, muss man vielleicht doch nicht mitspielen. Aber jetzt inzwischen finde ich, dass es sehr gut geworden ist. Ich spiele Anna Thalberg, das ist eine Frau, die ihren Mann umgebracht hat. Also ich würde es nicht als Mord bezeichnen, aber ich werde wegen Totschlags verurteilt. Es war eigentlich Notwehr. Es soll ja zum Beispiel eine Liebesgeschichte noch kommen für meine Figur und das finde ich im Prinzip gut und ich hoffe, dass sie auch dann gut erzählt wird. Ne? Und auch, was ich mir wünsche persönlich, ist, dass es eigentlich sehr lebensnah ist, so wie der Knast erzählt wird. Ich spiele die Rolle des Jan Thalberg. Ich bin der Sohn von Anna Thalberg, das ist meine Mutter, die meinen Vater umgebracht hat, zu dem ich eigentlich ein sehr gutes Verhältnis hatte. Ja, und also es ist natürlich ein großer Schock für mich. Meine Mutter bringt meinen Vater um, mein Vater ist tot, es gibt keinen Vater mehr, meine Mutter landet im Gefängnis und ich stehe mit meiner Schwester alleine in der Wohnung und muss jetzt erstmal damit klarkommen. Das war die erste durchgehende Rolle, die mir angeboten wurde. Und mich reizt eben sehr, dass meine Rolle so angelegt ist, dass mein Charakter sehr stark wechselt oder sich auch wickelt, so wie es bei Jugendlichen eigentlich immer ist. Ja, ich habe ein Kind totgefahren und habe, wie das neue Gesetz besagt, also bei trunkenem Zustand, das heißt vorsätzliche Tötung, 25 Jahre bekommen. Ja, das ist die Rolle der Elke Meyer. Also das ist natürlich nicht die Rolle, sondern beschreibt erstmal den Grund, warum sie in das Gefängnis kommt. Dass sie sehr wandelbar ist und dass sie nicht typbesetzt ist. Das ist ganz toll. Ich weiß natürlich auch, dass die Rolle am Anfang ganz anders konzipiert war. Und dann sah mich die Drehbuchautoren beim Mittagessen und überhaupt so. Und dann wurde die Rolle eher tragisch-komisch geworden. Aber es geht wieder zum Komischen. Und das habe ich eigentlich mein ganzes Leben gespielt. Irgendwie komische Sachen. Ich möchte noch 200 Folgen drehen. Weil ich finde, im Knast, das ist wie in einem Hotel oder irgendwo. Es ist
kann sich alles ändern. Es kommen Neuzugänge, es gehen Menschen weg, es bleiben. Nein, ich bin so happy, ich kann es nicht sagen. Und jetzt geht's.